The Park. Es ist ein erzählerisches Erlebnis in einem dunklen Raum mit Kopfhörern am besten. Es könnte verstörend wirken. Und der Controller könnte sich verändern während dem Spiel. Es speichert automatisch. Und ja, wir spielen The Park. Eigentlich wollte ich jetzt erst anfangen, aber ich bin drauf gekommen, wenn ich ein Video mache, kann ich ja keine Facecam einschalten. Das heißt, wir In my mussten uns heart am and Anfang ein mind, bisschen was anschauen. I always return to Atlantic Island Park. Sie kehrt immer wieder in den Park zurück, in den Gedanken. Where's Mr. Bear? Wo ist Mr. I Bear? haven't seen Mr. Bear, Callum. Interessante Hose. Stay in the car. Go and ask information. Go and stay in the car. Bleib im Auto. Er bleibt wirklich im Auto. Interessant. Eins, zwei, drei, viermal dasselbe Auto und einmal verkehrt herum. Attention, patrons. The park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. X, um mit Objekten in Welt interagieren, okay. Das einmal zu. Information, Information da. Aha. Hey, Lorraine. Lorraine. Du weißt, wie ich heiße? Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Aha. Jetzt dürfen wir Kind und Bär suchen. Drücke. Wait for Mommy, Callum. Over here. Over here ist gut. Willkommen im Park, die erste Trophäe. Sehr schön. Wir können Flyer lesen. Ich glaube nämlich, es sind die Trophäen alle. Es ist keine verpassbare Trophäe dabei. Ich spiele es auch jetzt, weil ich ein paar Trophäen brauche für den Weihnachtskalender, also den Adventskalender von Sony. Falls doch nochmal was dabei ist, was ich haben will. Glaube ich aber nicht, aber ja. Ich spiele es eh gern. Ich kann mich erinnern, es ist ein sehr gutes Spiel. Und spiel mal. Okay. Als ich zum ersten Mal nach Solomon Island kam, verliebte ich mich sofort in seine natürliche Schönheit. Ich verbinde viel meiner schönsten Erinnerungen mit dieser idyllischen Insel. Ich wollte einen Ort erschaffen, der die Essenz von Solomon Island widerspiegelt. Einen Ort, an dem Familien mit ihren Kindern ihre eigenen Erinnerungen erschaffen können. Ich lade Sie daher ein, unseren Park zu erkunden, vom Riesenrad, das wie der örtliche Leuchtturm einen grandiosen Ausblick auf das Umland gewährt, bis hin zur Gasse der Nebenattraktionen, wo Sie zahllose faszinierte Spieler aus der Region erwarten. Qua, qua, qua. Jet the Chipmunk empfiehlt für unsere kleinen Gäste die Märchen waren. Oder Autoscooter. Autoscooter ist interessant geschrieben. Für Jugendliche. Kreislauf in Fahrt auf dem Octodron. Aha. Achterbahn. Oder Haus der Schrecken. Für die Großen. Drehen Sie mit Ihrer besseren Hälfte eine romantische Runde auf dem Riesenrad und genießen Sie die natürliche Schönheit von Solomon Island. Machen Sie dann einen Spaziergang durch die Gasse der Nebenattraktionen und erleben Sie exotische Anblicke und wilde Spiele. Ja, da steht jetzt nur, was uns sonst noch erwartet. Übernachtungsmöglichkeiten aus. Ja, wie komme ich jetzt wieder raus? Mit X. Gut, das war jetzt nicht so interessant.
Also, los geht's. Da oben ist er ja. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Also ich möchte nicht alleine dann nach dem Vergnügungspark sein. Und was habe ich gesagt? Schön, es ist Nacht. Und zicke, hier endet meine Erinnerung an das Spiel. Also von jetzt an blind. Oh God. The park. What happened here? Jetzt erinnert es mich gerade an L3. Das ist ja mühsam. Ich hasse L3. L2 geht nicht, gell? Oh ja, er ist nach links, okay. Ja, mit R2 geht's auch. Also rennen wir mal hinten nach. Keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Callum! Over here! Der ist da reingegangen, oder? Where are you? Catch me, Mommy! Come out, sweetie! Jetzt mal näher daran. Wait, Callum. This way. Okay, also nicht daran. Na komm. Komm, Mädchen, lauf. Ups. Er speichert schon wieder. Stop, Callum! Oh, er ist in die Richtung gerannt. Er speichert schon wieder. Schuh untersuchen. Wo? Da, der Schuh. I think this belongs to Callum. Ich wüsste jetzt aber trotzdem gern, was in dem ersten Teil da drinnen ist. Warum bin ich nicht gleich reingegangen, wenn es mich interessiert? Ich bin auch ein Depp, ha? Und nein, auf R2 laufen geht nicht, man muss wirklich L3 drücken. Das war vorher nur Zufall. Dürfte ich anscheinend unabsichtlich L3 drückt haben. Geht's hier rein? Ja. Too dark. I'm not going in there without a flashlight. Kriegen wir überhaupt denn da eine Taschenlampe? Na komm, lauf, Mädchen. Das zieht sich durch die moderneren Spiele. Da gehe ich nicht rein ohne Taschenlampe, ist zu dunkel. Naja. So hat jeder seine Präferenzen, ne? Das ist ein Chipmunk. Tafel untersuchen. Ich drücke eh schon X. Hallo? Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Hey, wenigstens hat er was an. Das ist die Toilette. Callum! Where did you go? Come on, this way! Aha. So, und jetzt geht's dann richtig los, hätte ich gesagt. Hallo? Callum, stay where you are! Callum? Come on, Mommy! Ist ja wurscht, fahre ich jetzt mit dem Teil, was soll ich jetzt machen?
Ich darf nicht fahren. Oh ja, ich fahre. Bisschen lauter wäre nicht schlecht. Die Frage ist, ob mich die dann übertönen. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his two children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all four starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. Uh-huh. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Oh, noch so ein Chipmunk. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. Oh, when their father leaves them, da kriegt man eine Trophäe dafür, wenn man hinschaut. Also gibt's doch verpassbare. Back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Okay, diesmal können uns keine Steine sammeln. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Ah. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. Das heißt, es war lang dauert, bis ich das checkt habe, dass da die Bildgeschichte ist. And his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. 3 Tage ohne Essen. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. At my house. An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. Yeah, lollipops. The children took them and began to eat. Das Fixgift drin. You see, nothing to fear here. Come nothing to fear inside, here. The old woman urged. I can run it children, this time. Still licking their sweets, followed. Hoppala, scheiße, was war jetzt? Once inside the house,
old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Ich finde es schön, diese Lautsprecher am Weg. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today, I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. Climb inside. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool! The old witch said, the opening is here. And she moved to show Gretel. Da. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Haben sie das wirklich gemacht? Nein. Wie sind Hänsel und Gretel ausgegangen? Aber gut zu wissen, dass man sich umschauen muss, dass man da ein paar... Oh mein Gott, schau dir den Schwan an. Ist besser, wenn ich wegschaue oder nicht? Wird die labil, wenn man zu oft hinschaut? Eigentlich urschön in dem Park bei Nacht. Colette werde ich übrigens auch anspielen, die nächsten Tage. Falls man interessiert. Auch ein wunderbares Spiel. Mir fehlt eine Trophäe, die wirklich schwer zu kriegen ist, aber das Spiel war auch eines meiner ersten. Oh, Schwäne, Lebkuchen und noch was. Ist wieder eine Trophäe. Das zahlt sich schon aus für einen Weihnachtskalender, für einen Adventskalender vom Sony. Hansel und Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Oh, was ich vergessen habe. Ich wollte den Ton ein bisschen lauter stellen wieder. Ich hoffe, dass das jetzt kein Fehler ist. Ah, fuck die Bohne, falsch. Hat er es übernommen? Nein, hat er nicht. Übernehmen, zack. Na komm. So, fortsetzen, zack. Na lauf. Auto. Strom. Autostrom. Another accident. This place. Oh, das ist Blut am Boden. Was war der erste Unfall? Ein Zettel. Na schau. Wird Atlantic Park trotz der ständigen Arbeitsunterbrechung wie geplant seine Pforten öffnen? Der Gouverneur ist schon gebucht. Der Gouverneur ist gebucht. Es stellt sich also nur die Frage, ob sich auch Gäste einfinden werden. Haben die auch Corona oder was? Oh, heute bin ich irgendwie lustig drauf, obwohl ich eigentlich unmüde bin. Ich mache mir allerdings keine ernsthaften Sorgen. Die Besucher werden aus schierer Neugier kommen. Ich habe in den verbotenen Schriften von Archie Henderson alles gefunden, was ich brauche. Es ist erstaunlich zu denken, dass eine Resonanz positiver Emotionen
für einen derartigen Prozess genutzt werden kann. Henderson selbst hat sich für negativ entschieden und das hat einen Teil des Makels bewirkt, der bis heute auf diesem Ort lastet. Ich werde seine Fehler nicht wiederholen, bald werde ich wissen, ob das alles hier umsonst war. Ich hätte geschrieben, ob das alles hier wert war. Oh, der Bär hat ein Messer im Auge. Aha. Gut. Das mit den Zetteln ist interessant. Das zieht sich auch durch alle möglichen Spiele. Stein. Ich finde es immer so lustig, wenn ich so Computerspiele anzuschaue auf YouTube. Die drehen sich immer um. Ich habe mich noch nie umgedreht, noch nie. Ah, das Rad ist in Bewegung. Ah, schaut euch die Krake auch. Na schau, da kann man gleich fahren. Ah. Callum, tell Mommy where you are. Links. Ich glaube, da steht einer. Dabei ist das nur der Pfosten. This old thing used to make the blood run to my head. It'd make me dizzy. Geh recht und versuch noch einen Zettel. The guy just snapped. Those poor kids. Okay. Zwischenfall im Atlantic Island Park. Ich stand gerade mit Frank und den Jungs in der Schlange. Der Typ im Eichhörnchenkostüm schnitzte eine Eiskulptur und die Leute machten Fotos. Lawrence wollte rüber zu ihm, aber ich war bei solchen Kostümen schon immer vorsichtig. Die machen mir irgendwie Angst. Ich weiß, das ist albern. Aber egal, der Eichhörnchen-Typ hat also diesen Eisblock bearbeitet. Erst dachten wir, er modelliert ihn einen Tiger oder so, aber je mehr Eis er wegklopfte, auf den ersten Blick war es ein menschliches Gesicht, das da aus dem Eisblock lächelte. Aber wenn man länger hinsah, erkannte man, dass irgendwas mit den Proportionen nicht stimmte. Da war etwas Unnatürliches, von dem man Herzklopfen bekam. Als wäre man ein Reh und dieses Ding im Eis ein Jäger. Aha. Dann sind diese Teenager aufgetaucht. Einer von ihnen hat der Skulptur eine Grimasse geschnitten und den Burschen im Eichhörnchenkostüm beleidigt oder so. Und dann, tja, dann hat er durchgedreht. Überraschung. Einen Moment, Einen Moment lang herrschte Chaos. Alle liefen von dem Mann weg, der mit seinem Eispickel auf einen der Teenager einschlug. Oje, es spritzte Blut, die Leute haben geschrien und Frank und ich, wir beide haben versucht, die Jungs möglichst weit wegzubringen. Bevor Frank mich wegzerrte, habe ich nur noch gesehen, dass das Auge eines dieser armen Kinder auf der Eiskulptur gelandet war, wodurch diese schreckliche Kreatur irgendwie lebendig aussah. Okay. Wie komme ich wieder raus? X war das, gell? Ich bin jetzt links herum. Ich sage das hauptsächlich für mich selbst. Where are you? Ich habe nichts gehört. Callum? Stop! Kill him! Hello? Come back, Callum. I'm not playing anymore, Callum. Okay, ich geh jetzt mal da rein. Was soll ich jetzt da machen? Der antwortet nicht. Mommy needs to see you, Callum. Tempo, was? Schnell, oder? Aber geht's noch?
Jetzt wachsen wir mal wieder langsam. Das muss jetzt gleich anhalten. Nur was das bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich noch mal wahrscheinlich. Hört sie zur Aufnahme? Jetzt. Ich kann aber gar nicht rein. Ah, jetzt habe ich drauf gedrückt mit Octron fahren. Oh Gott, mir wird schlecht. Im Motor anschauen macht es auch nicht besser. Ich schaue einfach das Auto vor mir an. Warum bin ich da jetzt eingestiegen? Oh oh, hast du es gesehen? Da. Das schaut aus wie der Alien, oder? Warte, warte, warte. Wo ist er jetzt hin? Weg ist er. Steht da noch drinnen? Kann ich nochmal fahren? Nein. Oh ja, schau. Jetzt will ich sehen, ob das noch einmal, ob das genau so passiert. Also nochmal, wir schauen das Auto vor uns an, damit uns nicht schlecht wird. Jetzt versuche ich mal einzuprägen, wo dieses Gesicht rauskommt. Riesenrad. Wo war das? Was? Da passiert nichts. Fies. Okay, das Spiel will nicht, dass wir wissen, wo das ist. Na gut. War eine Minute, die ich mir jetzt sparen können? Where did you go? Also pass auf, wir sind von da, sind wir... Rennst du bitte, Frau? Von da sind wir gekommen. Und wir gehen die erste links. Das ist einfach der Plan. Ups, was ist da? Ah, schau, Seite lesen. Lesen. Frustriert, dass die Pläne unvollständig zu sein scheinen. Ich weiß genau, so gut wie jeder andere, dass man die Spielregeln mit genügend Geld ändern kann. Aber egal, wie sehr Geld die Welt regiert, ich kann keine Pläne aus der Luft zaubern. Ich habe vergeblich versucht, die Organisation zu kontaktieren, die mir diese Pläne verkauft hat. Alle Kontakte, die ich hatte, haben sich ebenso in Rauch aufgelöst wie die Konferenzräume, in denen wir verhandelt hatten. Langsam beschleicht mich das Gefühl, ich wurde übers Ohr gehauen. Ja, langsam, langsam, ne? Wir haben mit den Plänen so gut es ging weitergemacht.
den Erntemaschinen, den Transportmechanismen und so weiter. Ich werde Nikolas bitten, sich niedliche Namen für die Eröffnung des Parks auszudenken. Immerhin geht es um Fahrgeschäfte. Und da komme ich nicht weiter. Okay. Ich bin jetzt von rechts gekommen, also gehen wir wieder da entlang und dann links. Am Gras läuft sie nicht. Na, die ist ja behindert. Schau. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. Habt ihr das gesehen? Ich habe mich gerade unabsichtlich umgedreht. Boah, das sind viele Zettel. Fuck die Bohne. So, ich dachte, einen Sommer lang im Park zu arbeiten, würde jede Menge Spaß machen. Aber das Saisonende hier ist echt nervig. Es sind kaum noch Touristen da und die meisten Mitarbeiter stehen nur noch rum und tratschen. Vor allem über Chat. Ich meine, Steve, okay. Selbst ich nenne ihn inzwischen Chat. Dabei war ich mit dem Typen in der Schule. Das liegt an diesem gottverdammten Kostüm. Anfangs war es ein Lacher. Steve, der stadtbekannte Säufer als Chet the Chipmunk. Das kinderliebe Maskottchen des Atlantic Island Park. Sperrt eure Töchter weg und so. Aber je länger dieses Kostüm trägt, desto seltsamer wird Steve. Anfangs waren es nur Kleinigkeiten, als er sich weigerte, das Kostüm nach der Arbeit auszuziehen und jeden Tag in dem Aufzug nach Hause ging. Aber dann sah ich ihn in Susie's Diner im Kostüm. Dabei hat er den Tag nicht mal gearbeitet. Einige Mitarbeiter haben sich diskret bei der Parkleitung wegen seines strengen Geruchs beschwert und ich habe gesehen, wie er sich deshalb mit Mr. Winter, dem Eigentümer, unterhielt. Aber es scheint sich nichts geändert zu haben. Das Kostüm stinkt immer noch nach Verwesung, wenn Steve an einem vorbeigeht. Außerdem hat sich Steve wohl ein paar neue Fähigkeiten zugelegt, seit er zuletzt vor die Sycol Station gekotzt hat, weil er neuerdings nämlich unfassbare Eisskulpturen schnitzen kann. Aber die Gebilde, die er in das Eis schnitzt, machen mir Angst. Heute kam Steve an meinem Stand, ich Glückskind, und blieb eine Weile da. Ich bin mir wegen des Kostüms zwar nicht sicher, aber ich hatte das Gefühl, er würde mich anstarren, taxieren, mich in Gedanken ausziehen, was auch immer. Achso, wir sind eine Frau. Ich denke mal gerade, das schreibt ein Typ, das wäre ja komisch. Okay. Ich habe ihn gefragt, was er will, aber er stand einfach nur schweigend da. Also habe ich meinen Chef angerufen und als er kam, ist Chad, Steve, gegangen. Mein Chef hat mich gebeten, alles aufzuschreiben, was ich hiermit getan habe. Außerdem kündige ich, ich will dieses verfluchte Kostüm nie wiedersehen. Okay, die Laura hat Angst vor dem Kostüm. Das ist die Laura. Das ist jetzt so schnell passiert, dass ich gar keine Zeit gehabt habe, mich zu erschrecken. Also wenn sie einen Scarejump machen, muss er schneller passieren und ein bisschen länger anhalten, dass ich mich schrecken kann. Ja, aber sie geht ja nicht rein in dieses Gebäude. Sie weigert sich. Gibt es eine Tür? XX? Na. Gibt's hinten eine Tür? Na, nix. Gut, dann gehen wir weiter. Wenn sie so läuft, erinnert mich das an Slenderman, die Arrival. Was ist das? Also vor dem Ding hätte ich mehr Angst als vor dem Chipmunk. Schau, da liegt was auf der... Ah, da liegt nichts.
So, was haben wir da? Auch Schaban. Constant crashes in 80s music. Autoscooter. Guess it floats someone's boat. Komm ich denn hier rein? Müssen wir zuerst einschalten, schätze ich mal wieder. Da gibt's keinen Knopf. Warte, Gerät untersuchen. Ich wollte was sagen, aber fehlen die schockierende Enthüllungen. Und sie kriegt schon wieder Panikattacke. Und wenn sie die kriegt, kann sie nicht laufen, dann kann man nur zu Fuß gehen. Da ist noch Licht. Ah, schaut, da leuchtet einer. Mit dem können wir wahrscheinlich fahren. Komm. Unfallbericht untersuchen. Andere Seite. Aua. Oh, Vorfahrt achten. Jetzt würde es mich interessieren, habe ich die Trophäe bekommen, weil ich um das Auto herumgegangen bin oder weil ich es gefunden habe? Okay. Name des Mitarbeiters. Ah nein, wenn man es gefunden hat. Der hat wahrscheinlich die Vorfahrt nicht beachtet. Ne? Name des Mitarbeiters, Quar-Quar-Quar-Tätigkeit, Kranpersonal. Kurzbeschreibung des Unfalls bzw. Zwischenfalls. Während des Transports der Autoscooter löste sich einer der Befestigungsriemen des Trucks, wodurch Francis, der den Fahrer einweisen wollte, unter mehreren Scootern begraben wurde. Francis wurde unter dem Gewicht der Scooter zerquetscht. Beschreibung der Verletzungen? Francis wurde getötet. Na, das hätte ich Ihnen auch sagen können ohne Beschreibung. Hat der verletzte Mitarbeiter einen Arzt aufgesucht? Ja, nein. Zum Ankreuzen ist das ein Unfallbericht. Falls ja, wurde vom Arbeitgeber ein Schadensersatzformular ausgefüllt? Ja. Anmerkung des Vorgesetzten. Dexter, der Fahrer des Trucks, behauptet, jemanden auf der Ladung beim Lösen der Befestigungsriemen gesehen zu haben. Sonst ist niemand etwas derartiges aufgefallen. Der Sheriff hat Urinproben von Dexter angefordert. Wie hätte dieser Unfall-Zwischenfall verhindert werden können? Durch eine verbindliche Überprüfung der Riemen nach dem Transport sowie Drogenscans für alle Fahrer. Wurden die unsicheren Arbeitsbedingungen behoben? Ja. Unterschrift des Arbeitgebers Qua Qua Qua. 76 ist das passiert, okay. Zusätzliche Notizen. Da die hiesigen Arbeiter sehr abergläubisch sind, war der Vorfall kontraproduktiv. Einige von ihnen weigern sich seitdem zu arbeiten, bis ein Vertreter der örtlichen Kirche den Park begutachtet und die Geister exorziert. Wo ist er? Da. Das Spiel will anscheinend, dass wir da raufgehen. Zum Riesenrad. Aber da hinten war ja auch noch was. Schau mal, da ist ja die Hochschaubahn. Na komm. Das ist ein Kiesweg, da kannst du laufen, Mädchen. Kinderspielplatz. Da ist noch ein Zettel.
Zeitung. What is this about? Ah, Nathaniel Winter, Finanzgenie oder exzentrischer Greis. Als der Milliardär... Fangen wir nochmal an. Als der Milliardär Nathaniel Winter ankündigte, an der nebelverhangenen Küste von Solomon Island in New England einen Vergnügungspark errichten zu wollen, gab es an der Wall Street deutliche Kursausschläge. Der hat ja nur was gesagt, der hat ja noch gar nichts gemacht. Winter, der sein Vermögen nach dem Krieg mit einer Reihe fragwürdiger Investitionen gemacht hat, galt schon lange als exzentrischer, aber brillanter Geschäftsmann. Bei allen seinen Investitionen stand seine Liebe für New England stets im Vordergrund, wo er kleine und große Unternehmungen gleichermaßen förderte. Da sich sein Geschäftssinn, seine Investitionen und seine Großzügigkeit meist auszahlten, unterhält Winter freundschaftliche Beziehungen zum Gouverneur und anderen wichtigen Politikern. Warum schüttelt man angesichts einer derartigen Erfolgsgeschichte an der Wall Street also den Kopf? Auf den ersten Blick ist Solomon Island ein seltsamer Ort, ein winziges Städtchen namens King's Mouth mit einer verschlafenen Hauptstraße und einer Eliteakademie für Schulabbrecher aus Boston, ein demnächst automatisierter Leuchtturm und ein aggressiver Stamm von Eingeborenen, der erst kürzlich in einem Streit um die Blue Ridge Mine involviert war. Das ergibt keinen Sinn, erklärte ein Börsenexperte. New England hat aufgrund seiner nördlichen Lage einen kurzen Sommer, weshalb die jährlichen Besucherzahlen begrenzt sind. Mir ist nicht klar, wie er hier Gewinne erzielen will. Andere haben allerdings mehr Vertrauen in Winter. Ein Ingenieur, der nicht genannt werden möchte, hat die Pläne für den Park gesehen und einige Anomalien bemerkt. Er gräbt viel tiefer, als es für einen Vergnügungspark nötig wäre. Unter anderem gibt es mehrere unterirdische Kammern, die für Maschinenanlagen zu klein sind. Wenn Sie mich fragen, sucht der alte Mann etwas, das unter der Insel vergraben ist. Könnte dies der wahre Grund sein, warum sich der exzentrische Geschäftsmann auf dieser abgelegenen Insel im Norden engagiert? Haben wir es hier mit einer wirtschaftlichen Fehlentscheidung eines ansonsten sehr erfolgreichen Unternehmens zu tun? Bedenkt man zudem die anhaltenden Streitigkeiten hinsichtlich der Blue Ridge Mine mit den örtlichen Ureinwohnern, scheint unter Solomon Island tatsächlich etwas vergraben zu sein. Vielleicht wird unser Nathaniel Winter alle überraschen. Kaffee habe ich noch ein bisschen, Kuchen wäre nicht schlecht. Liebe Nora, jetzt musst du dich entscheiden. Gehst du rechts herum zum... Also das Riesenrad habe ich noch nicht. Ich merke mir das einfach. Ich soll es mal aufschreiben. Ich kenne mich. In 5 Minuten weiß ich das nicht mehr. Da ist noch was. Seite. Ich mag nicht mehr lesen, Leute. Sie davon abbringen. Sie haben einen Prüfer geschickt, der die Unfälle im Park untersuchen soll. Ich habe ihm alles gezeigt und von unseren verbesserten Sicherheitsmaßnahmen geschwärmt. Aber das scheint ihn nicht zu überzeugen. In diesem Fall arbeitet der Park selbst gegen mich. Je mehr Zeit dieser verdrießliche Mann im Park verbrachte, desto eigensinniger wurde er. Ich habe ihm angeboten, sein Zimmer im Overlook zu bezahlen, um ihn loszuwerden. Das scheint ihn noch paranoider gemacht zu haben. Dieser Mann wird vermutlich nicht zulassen, dass mein Park geöffnet bleibt. Für meine eigentlichen Ziele ist das eine Katastrophe. Ich schaue jetzt nur. Mommy is coming, Callum. Ich denke gerade nach. Okay, wir können da nicht weiter. Da ist ein kleines Loch in den Stufen und sie hupft nicht oben. Das ist ja unglaublich. Keine Ahnung, ob das jetzt was gebracht hat, dass wir diese 2 Seiten gelesen haben. Aber für mich ist das, als würde ich das Spiel zum ersten Mal spielen. Also, das ist das Schöne, wenn man sich nicht an alles erinnert. Es ist immer wieder alles wie beim ersten Mal. Na gut, gehen wir. Ah, schön ist der Schatten, haben es hübsch gemacht. Ich finde generell, dass das Spiel gut gemacht ist.
Was ich mich erinnern kann, ist, es ist halt einfach nicht lang. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she... just get some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Okay, die ist einfach nicht ganz dicht, die Eure. Das ist ja unglaublich, was sie gerade von sich gegeben hatten. Was ich schade finde, ist, dass diese ganzen Türen nicht aufgehen, ne? Wobei, ich habe in Unreal Engine eine Tür gemacht und dass sich die in einem gewissen Winkel aufgeht und wieder zugeht, wenn man hingeht und Dings und dann Knopf drückt, das ist alles gar nicht so einfach. Also eigentlich kompliziert ist es auch nicht, aber wenn eh nichts drin ist, kann man sich das ja wirklich sparen, ne? Weitere Verzögerungen durch die Inkompetenz der Bauarbeiter. Das Problem ist, dass sie allesamt Einheimische sind und viele der Gerüchte über die Taten des alten Henderson glauben. Sie sind mit diesen Geschichten aufgewachsen. Jedes Mal, wenn sich ein Bolzen löst oder ein Schraubenschlüssel verschwindet, bekreuzigen sich diese Idioten, weil sie denken, es wäre schwarze Magie im Spiel. Aha. Dabei habe ich diesen Standort genau aus diesem Grund ausgewählt. Solomon Island ist ein Ventil für dunkle Energien und der Gedanke, dass all diese Macht hier einfach im Boden versickert. Davon bekomme ich Gänsehaut. Ich habe zu Hause in Brooklyn einige Gefälligkeiten eingefordert und jemanden in der hiesigen Akademie gebeten, nach interessanten Büchern über die örtliche Geschichte zu suchen. Offenbar gibt es die tatsächlich und wie es scheint, hat der alte Henderson eine ziemlich starke Verbindung nach Brooklyn. Vielleicht hat er ja irgendetwas geschrieben, das mir hilft, den fehlenden Teil der Pläne zu finden. Ich hoffe, ihr habt jetzt aufgepasst. Ich habe es nur vorgelesen. Ich habe jetzt nicht mitgedacht. Ich hoffe, das hat später keine Auswirkungen. Jetzt schauen wir das mal an. Wir sind jetzt beim Wheel. Mit dem Octotron sind wir schon gefahren. Bumper Cars haben wir auch. Tunnels of Tales haben wir. House of Horror fehlt. Sideshow Alley und Entrance fehlt uns. Interessant. Der Kleine bei Heavy Rain läuft so. So they are going to close this place down. Doesn't surprise me. Was leibend war, ist, wenn es da so ein Schwarzdings gab, wie beim Programmieren, dass die Seite schwarz ist und die Buchstaben sind weiß. So, staatliche Prüfbehörde für fliegende Bauten. Fliegende Bauten. 1980. Nicht sicher, Park schließen. Nach eingehender Inspektion des Parkes und seiner Fahrgeschäfte ist der Prüfer angesichts der schreckend hohen Zahl von Zwischenfällen der Ansicht, dass der Atlantic Island Park geschlossen werden sollte, bis Nathiel Winter sämtliche Sicherheitsvorschriften erfüllt. Mir sind die engen politischen Verbindungen zwischen Mr. Winter und dem Gouverneur zwar bewusst, aber ich bin dennoch der Meinung, dass politische Interessen hinsichtlich der Schließung des Atlantic Island Parks in den Hintergrund treten sollten. Die Fahrgeschäfte machen auf den ersten Blick einen soliden und gut gewarteten Eindruck, doch die Zahl der Zwischenfälle in den letzten Jahren und während der Bauzeit geben Grund zu der Annahme, dass möglicherweise ein Problem mit den Fundamenten vorliegt, weshalb der Park bis zur Klärung der Sachlage geschlossen werden sollte. Im Folgenden finden Sie Im Folgenden finden Sie eine unvollständige Liste der Zwischenfälle im Park seit seiner Eröffnung vor 2 Jahren. Dreiköpfige Familie bei Entgleisung eines Waggons der Achterbahn getötet.
14 bestätigte Fälle von Knochen- und Rippenbrüchen im Oktodron. 3 Selbstmorde auf dem Riesenrad. Da kann jetzt aber keiner was dafür, wenn einer runterspringt, oder? Ein schwer verletztes Kind auf der Rolltreppe. Mehr als ein Dutzend verschwundene Kinder im Haus der Schrecken seit seiner Fertigstellung. Aha. Ein gemeldeter Tod durch Ertrinken in der Märchenbahn. Allein aufgrund der Anzahl derartiger Zwischenfälle rate ich dringend zur sofortigen Schließung des Atlantic Island Parks, gezeichnet David Olse. Aha. Dann halten wir das Ding einmal an. Und dann geht er hoch. Das werden die jetzt gleich mit uns machen. Geht ganz schön flott. Okay, halten wir uns an und fahren mal eine Runde. Na komm, bleib stehen. Ich will da nicht einsteigen. Ich bin mit sowas im richtigen Leben noch nie gefahren. Und ich hab's auch nicht vor. Ich drück halt noch einmal. So. Oh je, schau dir den Chipmunk an. Also ich würde dann, schau wie das rostig ist, ich würde dann nie einsteigen. Nie. Ah, die Gegend ist so schön gemacht. Sollte ich mal bei einem Videospiel im Wald machen, schaut der circa so aus. Hoffe ich. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. Also, your man is dead? According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Fahren wir jetzt in die andere Richtung? Wir fahren in die andere Richtung. Oh ja. Oder wir sind doch da. Ich zeig ihn jetzt, wissen Sie nicht, wo ich ihn zeig. Schaut, da ist keiner. Komisch. Na komm, lauf, Mädchen. Ist ein Holzboden, das schaffst du. Ich bin ein Depp. Da ist ein Plan. Warum schaue ich mir nicht an? Ich habe mir gerade angeschaut, aber ich habe mir nicht gemerkt, was draufsteht. Geht es von da nach rechts noch irgendwo hin?
Lauf einmal, Mädchen, komm. Ich will nur schauen, ob da wirklich der... Na komm, lauf, lauf, lauf. Okay, der ist wirklich der Krake. Aber da liegt ein Zettel am Boden. Mann. Das ist die... Kannst du bitte laufen? Die macht mich fertig. Okay, die Seite haben wir auf jeden Fall mal fix durch. Also warum die davor nicht drüber kupft ist, das muss ich nicht verstehen. Also darunter laufen muss man nicht. Wenn die Kamera nicht an wäre, ich wäre schon, ich weiß nicht, 7-mal oder 8-mal aufgestanden und hätte mir wieder hingesetzt und wieder aufgestanden und hätte mir wieder hingesetzt. Das wird wahrscheinlich dann eh... Sollte ich mit Kamera weitermachen? So sein, dann seht's halt ab und zu nur meine Beine. Da kann ich auch nichts dagegen machen. Aber mir ist manchmal, also gerade beim Karaoke singen oder so, bei Yakuza oder bei anderen Dingen, die für mich spannend oder aufregend sind, ist einfach viel cooler, wenn ich stehe. Ich bin viel fokussierter und kann mich besser konzentrieren im Stehen als im Sitzen. Aha. Achterbahnticket. Drehwurm. Die Trophäe heißt Drehwurm. Schau, die Trophäenjagd hat sich schon ausgezahlt. Es war mindestens eine silberne dabei. Da kann man sich wahrscheinlich ein Los kaufen. Am PlayStation Adventskalender. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht Spaß, das Spiel. A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything! It served the little fuck right if I just abandoned him. Aha. Also die hat wirklich einen Klopfer. Ich meine, dass man irgendwie eine... Diese Depression da hat, die man haben kann nach der Geburt, das kann ich nachvollziehen. I always wanted to ride this one. Oops. Never got around to do it before. Hätte ich nicht zuerst ins Haus gehen sollen. Na, schauen wir mal. Na komm, lauf. Dass man da diese komische Depression hat und das dann so empfindet, das verstehe ich. Aber in dem Moment, wo die Depression vorbei ist, sollte man eigentlich wieder normal sein. Achterbahn fahren. Ja, wo war's? Zack. Höhen und Tiefen, da kriegt man auch eine Trophäe. Ich bin mal vor VR-Achterbahn gefahren und in dem Moment, was runtergegangen ist, habe ich weggeschaut und so. What do you mean? What have you done to him? I? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. The witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Leave me alone, fool. Girl. You always were. Leave me alone. Aha.
Jetzt, wo ich mich dran gewöhnt habe, ist es vorbei. Okay, doch nicht. Das Rattern ist so beunruhigend. Ich habe Hasse. Jetzt hat der Controller auf. Ah nein, das ist der Hinnicke. Deshalb hat er so. Ich habe ihn so festgehalten, den Controller, dass er gemacht hat. Und ich dachte, das sei Effekt vom Spiel. Aber nein, ist es natürlich nicht. Das ist, mit dem habe ich gespielt Rec Room. Und bei Rec Room kann man spielen. Rec Room ist der Aufenthaltsraum in einer Schule oder irgendwo anders. Und da kann man Dodgeball spielen, das ist so wie Völkerball. Und ich hab den Controller nicht weggeworfen oder sonst irgendwas. Ich habe nur gespielt und die Knöpfe gedrückt. Und der eine, die wollte runter und die andere wollte rauf. Und dann hat es gemacht. Und seitdem ist der Controller nicht ganz so glücklich. So. Es funktioniert. Die Berechnungen und Anpassungen haben funktioniert. Die Transport- und Lagermechanismen scheinen makellos zu sein. Was für ein herrlicher Tag. Wenn diese Leute wüssten, was sie betankt haben, und was soll's, wenn einige Leute den Park am Abend mürrisch verlassen? Was soll's, wenn die Kinder auf der Achterbahn eher Angst als Begeisterung empfinden? Das könnte die Tür zur Unsterblichkeit sein, und derartige Türen öffnen sich nur Leuten, die willens sind, den Schlüssel zu suchen. Na dann. Der Heferl, ich hätte gern mehr Kaffee. Aber der gute Kaffee, den ich immer kaufe, der Bio-Kapselkaffee, ohne Aluminium, nur mit wiederverwertbaren Rohstoffen, den gibt es leider nicht mehr. Da gibt es nur mehr den Longo, also den verlängerten. Oh nein, jetzt kriegen wir die Taschenlampe. The Witch awaits. Licht der Hoffnung. Die nächste Trophäe. Boom. Okay, ich marschiere jetzt dann noch bis zum nächsten Punkt. Sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Callan has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him, demanded really, to know where he got the marks, but he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. They are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can save him. There will be pain. But I love him, and in the end, he will understand why. Okay, das war die Treppe vom letzten Mal. Ich laufe jetzt noch runter bis zum nächsten Speicherpunkt. Ich sage auf jeden Fall mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es kommt dann noch jemand, der sich das anschaut. Wie gesagt, ich finde das Spiel super. Lasst ein Like da, wenn euch gefällt, was ich mache. Abonniert mich. Und ich gehe jetzt durch die Tür und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit The Park. Und jetzt speichert das Spiel natürlich nicht. Gut. Ich sag trotzdem, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's das gut. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.